Wie tickt Europa vor der Wahl? Die Frage beschäftigt Meinungsforscher gerade brennend. Auch Susie Dennison. Sie fühlt im Kontinent den Puls, im Auftrag einer Denkfabrik. Und glaubt, Europa fühle sich unsicher, unzufrieden, verloren. Das war bei der Finanzkrise so, dann in der Corona-Pandemie, nun noch der Krieg in der Ukraine. Und das wollen sie in Zukunft nicht mehr akzeptieren. Zustimmung im Sinkflug, schon seit gut 15 Jahren. Den Europäern fehlen Lösungen für die verschiedenen Krisen. In der Slowakei sagt dieser Mann, das Geld gehe aus wegen des Ukraine-Kriegs und Corona. Diese Schwedin findet, beim Klimaschutz versage die Politik. Und in Athen kritisiert er die steigenden Strompreise. Bei der Energiewende müssten alle draufzahlen. Das sind Stimmungen, die sich messen lassen. Was sind gerade die größten Sorgen der Menschen in Europa? Wo vermissen sie Antworten aus der Politik? Welche Fragen müsste die EU beherzter angehen? Aktuell nennen Befragte vier große Probleme, bei denen Lösungen fehlen. Steigende Preise, die internationale Sicherheit, Migration und das Klima. Europas Skepsis auf allen Kanälen. Der Nationalstaat rückt in den Mittelpunkt. Aber im politischen Spektrum gibt es dabei viele Facetten. So hat Griechenland eine national-konservative Regierung, die fest zur EU steht und voll kooperiert. In der Slowakei sind Linkspopulisten an der Macht. Ministerpräsident Fico geht immer mehr auf Abstand zur EU, zum Rechtsstaat, zur Ukraine. Und in Italien machte Giorgia Meloni im Wahlkampf zwar Stimmung gegen die EU, inzwischen klingt sie gemäßigter. Es ist Europa, das seine Aufgabe nicht besonders gut erfüllt hat. Was heißt das? Dass wir aus der EU austreten wollen? Nein! Anders als ein Teil der AfD in Deutschland. Dort ist der EU-Austritt immer wieder Thema, steht allerdings nicht im Europawahlprogramm. Warum? Es würden sich alle auf die Reizwörter stürzen und nicht auf die Inhalte. Wir wollen aber über die Inhalte sprechen und deshalb werden wir es sein lassen, solche Provokationen zu bringen. Trotzdem, in Deutschland ist die AfD die wohl lauteste europakritische Stimme. Auch der Spitzenkandidat lässt im Wahlkampf wenig Zweifel. Er will den Kontinent grundlegend umbauen.